So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir einmal hoffentlich die Primarchy Moments SBC. Jetzt gerade, wo ich das aufnehme, 18.30 Uhr, nehme ich hier gerade das Intro auf. Da wissen wir noch gar nicht, was kommt. Also wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Wenn nicht, habe ich auf jeden Fall auch ein paar FIFA 21 Leaks für euch am Start. Unter anderem eine neue Icon wurde geleakt, eine sehr, sehr coole Icon. Ich sehe gerade mein Bildschirmplakat, weil ich die Auflösung zu hoch eingestellt habe. Werde ich mich gleich drum kümmern. Wir werden jetzt auf jeden Fall kurz in eine Lootboy-Kooperation reingehen, Jungs. 2 Minuten circa. Davon werde ich wieder ein bisschen was nehmen und dann euch verlosen. Also 3x15er PSN werden verlost. Hashtag Instagram-Name, Twitter-Name, irgendwas rein, wo ich euch erreichen kann. Denn wenn, sobald ich das Geld dann bekomme, werde ich 3 Gewinner raussuchen und es ihnen zusenden. Plus die Instagram-Gewinnspiele sind auch abgelaufen, werde ich heute auch die Gewinner raussuchen und anschreiben. Wir gehen rein ins Video, also kurz in die Kooperation und danach rein ins Video. Gönnt euch die Kooperation, Jungs, weil da könnt ihr auch nochmal ein paar PSN-Karten euch schnappen und danach sehen wir uns wieder mit FIFA 20 Content. Bis gleich. So, Freunde, die nächsten EA-Events stehen in den Startlöchern und werden die nächsten Wochen folgen. Man munkelt, dass es zum Champions-League-Finale losgeht. Mein Partner Loopboy haut daher nochmal frühzeitig eine Food-Food-Food-Aktion für Länder Deutschland, Österreich und Schweiz raus, die bei euch sehr beliebt ist. Daher gilt folgendes: Wer ab Freitag 12 Uhr bis Sonntag 23.59 Uhr ein 10er Food-Premium-Bundle kauft, egal ob für 10 Euro oder für 1000 Diamanten, erhält das Food-Bonus-Loop-Pack mit garantierten Food-Points, also mindestens 500 Food-Points und maximal 12.500 Food-Points. Außerdem hast du noch die Chance im Bonus-Loop-Pack auf 5 Euro, Huawei-Gutschein, Diamanten, PC-Vollvision und vieles mehr. Die letzten Male haben wir es immer mit Diamanten geholt, heute holen wir es mal mit Echtgeld und ich würde sagen, wir gehen direkt rein und schauen mal, was wir so ziehen können. Okay, Jungs, das Wichtige ist, ihr müsst, dass ihr auch das garantierte, ja, FIFA Points Pack bekommt, müsst ihr direkt 10 auf einmal holen und dann entweder mit Diamanten oder Echtgeld, wie ihr wollt. Ich werde es jetzt hier mit Echtgeld machen, dann würde ich sagen, wir setzen kurz einen Cut, weil ich das jetzt einfach kaufen muss. Okay, hier sind wir jetzt direkt schon, wir würden sagen, oder ich würde sagen, erstes Pack, let's go, komm, gönn Hack EA. EA sage ich jetzt schon, Loopboy, wir sind jetzt schon komplett in FIFA-Fieber wieder, Jungs. Okay, Football Manager 2014, hier muss man sagen, die goldenen Umrandungen wie bei Football Manager 2014 sind Vollversionen, also PC-Vollversionsspiele. Oh, hier haben wir FIFA-Points drin. Okay, das war jetzt nicht das Garantierte. 500 FIFA-Points kann ich euch gleich einmal einblenden. Ja, der Erste, der kommt, kann es dann mitnehmen. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins Inventar und öffnen noch unser Bonus-garantiertes Pack. Okay, hier haben wir jetzt unser Bonus-Bundle-Pack, Jungs. Eins, hier sind garantiert FIFA-Points drin und let's go. Komm schon, was könnt ihr mir gönnen? 1600, oha. EA, Loopboy im Gönnjami-Modus. Und ganz wichtig, nicht zu vergessen, wir haben hier das Sky-Ticket. Also bedeutet einfach exklusives Sky-Angebot für alle Gangs of London-Fans. Wer eh Gangs of London schauen will, sollte das 50%-Angebot hier nutzen. Man erhält hier von Loopboy sogar 1000 Diamanten Kickback, also ihr bekommt nochmal 10 Packs zurück, wenn ihr euch es hier einlösen geht bei Sky Ticket. Wenn ihr sowieso Sky Ticket habt, Jungs, dann geht es auf jeden Fall hier einlösen. Und ihr einen Monat kostenlos, ja, die Serie exklusiv, also die Serie gibt es nur exklusiv bei Sky Ticket, Gangs of London schauen. Und da bekommt ihr nochmal 1000 Diamanten auch am Ende wieder zurück. Hier im Inventar die FIFA Points, hier einmal 1600, könnt ihr euch gönnen, PSN, also nur für die PlayStation, gönnt euch den Code, gönnt, ja, geht es gerne einlösen und vielleicht zieht ihr ja was. Und dann haben wir nochmal hier ein 500 FIFA Points Code. Könnt ihr euch auch gerne, ja, abchecken. Oder könnt ihr gerne abchecken. Der Erste, den einlöst, markiert mich sehr gerne auf Instagram in eure Story. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt rein wieder ins Video. Danke fürs Zuhören und let's go. Okay, 7:02, Jungs. Ich bin ein bisschen spät dran, Haare auch ein bisschen broke. Aber Dienstag wahrscheinlich wieder zum Friseur. Nun gut, wir gehen auf jeden Fall rein. Ich bezweifle, um ehrlich zu sein, wie gesagt, dass die Icon SBC draußen ist. Wenn nicht, dann müssen wir einfach... Ich muss mein Handy weglegen, ne? Und WhatsApp webstumm. Geht schon wieder zu weit. Man nimmt ein Video auf. Auf einmal mal wird zugespammt. Nun gut, was ist gekommen? Ist überhaupt die Prime Icon SBC gekommen? Bitte sei gekommen. Da ist sie doch. Da ist sie doch. Prime Icon Moments oder Prime Icon. Und ich habe gesagt, merkt euch das. 88er plus 83er oder 84er Team. 86, okay, moin. Die sind komplett über... Ja, die übertreiben nicht. Ist egal, dann ist sie auch etwas seltener. Wisst ihr, was ich meine? Wir werden auf jeden Fall ein bis zwei SBCs davon machen. Ey, Jungs, ich hab Bock. Ich hab Bock. Gleich gehen wir noch auf FIFA 21 Leaks ein. Und ich würde sagen, ich schieße erstmal die SBCs jetzt ab. Erste SBC. Es tut mir leid, aber erster SBC, Fabinho geht weg. Ich habe Wijnaldum auf der Position. Also wenn Fabinho reinkommen will, müsste erstmal Wijnaldum reinkommen. Aber Wijnaldum kommt auch die Tage weg. Ich werde den behalten, glaube ich, weil der doch eine coole Karte hat. Aber Fabinho habe ich mir damals so gemacht, weil ich dachte, er bekommt +3. Aber Liverpool hat ja da gegen City verloren. Und ich habe jetzt
Sissoko auf der Position. Also Wijnaldum und Fabinho sind sowieso nur auf der Bank. Und dann kommt Fabinho weg, weil den werde ich halt gar nicht mehr spielen. Oha, da kam live ein Abo rein. Ehre, danke dir. Kann alles weg, nichts bezahlt, alles aus dem Verein. Doch, Higuain musste ich gerade kaufen für 12.000. Aber ansonsten, wir öffnen auch kurz hier dieses 2-Spieler-Pack, weil vielleicht bekommen wir hier Rating raus, weil ich habe gar nichts mehr im Verein, was so 83er, 82er angeht. Ich habe halt nur ganz, ganz High Rating im Verein, so 90, 91, aber 83er, 82er, 84er, 85er fehlen mir im Verein. Und deswegen, ja, glaube ich, muss ich jetzt gleich doch ein bisschen einkaufen. Werden wir auf jeden Fall sehen. Wir gucken mal, was wir hier so abgeben können. Dann würde ich sagen, sobald die SBC fertig ist, Jungs, sehen wir uns wieder. Okay, und die letzte SBC senden wir so ab. Taliafico geht drauf, Dumfries und hier ein paar Spieler. Ich habe mir jetzt Onana gekauft für 11.000. Erstmal den 82er gekauft. Grüße gehen raus an den Verkäufer. Dann haben wir Blind für 7.000 geholt und Tadic, ja, landet wieder auf die Bank für 7.000. Kann ich wegkommen oder für die nächste SBC benutzen. Ich glaube, wird dann auch etwas teurer werden. Schauen wir dann einfach mal. Dann würde ich sagen, WhatsApp wird geschlossen. Wir öffnen das 2-Spieler-Pack. Und bitte, EA, gönn den Prime-Moment. Ich nenne es Kind beim Namen, Jungs. Gib mir die Scheiß... Oder gib mir eine Scheiß-Icon, aber gib mir eine Moments. Einfach dieses Feeling, eine Moments mal gezogen zu haben. Lipton, Sparkling, Monte. Ich war immer da für dich. Seit 70.000 Abonnenten abonniert. Wir gehen rein. Tunnelblick. Viva Ori. Tunnelblick, Jungs. Ist es soweit? Ist es soweit, EA? Ist es soweit? Moment! Nein! Oh mein Gott, nein! Aber let's go! Ich dachte Pelé, nein, 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 nein! Nein! Ich dachte Pelé, mir schwindelig. Ich dachte Pelé. Aber Sokrates nehme ich mit Kusshand. Ich dachte Pelé. Jungs, mir geht's gut, alles gut. Alles gut, ihr spielt nur ein bisschen mit mir. Den kann ich perfekt sogar einbauen. Den werde ich für Cruyff einbauen. Obwohl meine Weekend League scheiße läuft, aber egal. 93er Sokrates, wie viel kostet er? Laut Footbin kostet er 600.000. Ai, nein. Wäre Pelé gekommen, was hätten wir gemacht? Flick Flack? Ich weiß es nicht. 5 Weakfoot, Alter, den nehme ich mit Kusshand. Sokrates Prime Moments. Oh mein Gott, nein. Ich weiß nicht, ob wir noch eine machen werden. Ich schaue, was ich hinbekomme aus dem Verein, Jungs. Dann sehen wir uns, glaube ich, mal gleich wieder einfach, oder? Ah, warte, das zeige ich euch eben. Das zeige ich euch eben. Cruyff, ich weiß, Cruyff ist eigentlich stabil. Aber ich spiele halt mit 3 ZM-Karten und Cruyff spielt halt immer auf der 8. Und deswegen passt ein Sokrates vor allem mit 5 Weakfoot perfekt rein. Der kommt safe ins Team. Aber sowas von safe. Boah. Und hier kommt halt noch Sissoko hin für Wijnaldum. Das ist ein wildes Team, oder nicht? Okay, ich habe mal auch so eine SBC abgeschlossen. Machen wir es mal so. Und nein. Und so. Das müsste reichen, ja. So, dann bekommen wir nochmal ein Mega-Pack. Nehmen wir auch nochmal mit. Vielleicht können wir, wie gesagt, Rating ziehen für die Icon SBC. Ich habe jetzt für die SBC knapp 10.000 bezahlt für ein Mega-Pack und für ein 2 seltenes Spieler-Pack. Komm, EA, Rating mindestens 83, bitte. Mindestens. Es hat nichts mehr zu ziehen, ne? Es sind keine Special-Karten mehr in den Packs. Das ist halt die Scheiße und ich muss die Packs trotzdem leider öffnen, auch wenn es eigentlich dumm ist, weil ich ein bisschen Rating brauche für die kommenden SBCs, jetzt für die Icon-SBCs. Aber nun gut, Megapack, öffne dich, bitte fahr wenigstens durch, damit ich Rating habe, let's go, komm. Walkout, oha, oha, nehme ich mit. Kommt neuer, Testegen kommt direkt in die Icon-SBC, wird direkt behalten und reingetan. Das hat sich doch gelohnt, Jungs. Das hat sich doch gelohnt. Dahinter, oh mein Gott. Die hier bis Cater kann ich alle für die Icon SBC benutzen. Und auch wenn nicht, das wären jetzt mindestens 60.000 oder so. Aber nehme ich mit. Okay, erste Icon SBC ist weg, Jungs. Ich habe euch jetzt gar nicht gezeigt, was ich abgegeben habe. Ich habe Philippe Anderson abgegeben. Davis, weil ich die halt beide niemals spiele. Ich habe genug Super Subs. El Arabi, Testing habe ich behalten für die 86er SBC. Also eine bekommen wir safe noch hin. Da haben wir 2 Prime Icon Moments Packs geöffnet. Ist doch okay. Ich glaube aber nicht, dass wir es toppen können von dem ersten Pack, weil es halt wirklich schon sehr, sehr gut war. Viel ausgegeben. Es tut so weh. Wir haben noch 10.000. Wir sind in dem Video mit wie viel gegangen? Lass mich nicht lügen. 180.000? 170.000 für 2 Prime Icon. Ja, geht eigentlich. Ist okay. Wir haben ja noch was im Verein. Wenn wir alles verkaufen, sind wir wieder bei 150.000. Also, wir haben noch ein paar Coins. Ich stehe in der Weekend League. Jungs, haltet euch fest. 6:2. Das war wirklich... Habe ich hier noch die Sachen? Und ein Spiel hier. Ich zeige euch nur den Screenshot. Ich sage euch nur, in-game 2 Elber verschossen. Und habe in der 120. das Tor kassiert. Und bei mir ging nichts rein. Hier.
Nein, 120. Tor kassiert. Und ich habe in den Verlängerungen 2 Elfer gehabt. 2 und beide verschossen. Beide hat er gehalten. Lass nicht drüber reden, wirklich. Das Spiel ist geisteskrank. Das Spiel ist wirklich krank, aber dafür gönnt ihr jetzt, EA. Wir gehen nochmal 2. Mal in den Tunnelblick. Wir gehen in den Tunnelblick rein. EA, ihr wisst, nochmal Brasilien. Gönjamin-Phase läuft doch noch. Och nee, wer bist du denn? Ich dachte, Essien. Oh, Moments Drogba. Nee, oder? Ja, die Karte sieht geil aus. Ich kann kein Deutsch mehr, Bubble. Der eine oder andere fragt sich bestimmt, ey, sei doch zufrieden. 93er Drogba, wieder Moments gezogen. Ja, aber der kostet 700.000, what the fuck? Ich hab nichts gesagt, ist der gut? Der kostet mehr als Sokratis. What the fuck, ist der gut? Wir haben Packlack. 4-4? Ja, Beweglichkeit halt. Der sieht aber gut aus. Chat, eure Meinung mal in die Kommentare. Der kostet mehr als Sokratis. Ich zeig's euch hier einmal kurz. Ihr seht's hier, er kostet 700.000 knapp. Und ein, wie heißt er? Ein Sokratis geht für, ich glaube, 600.000. So, wir wechseln mal den Spieler. Drogba ist besser? Oder habe ich irgendwas verpasst? Gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Ansonsten gehen wir einmal auf Twitter und ich zeige euch ganz kurz einen Eto-Leak, den ich ja reinbekommen habe. Oder der reinkommt ist auf Twitter. Offiziell auch bestätigt, also es ist nicht so, vielleicht kommt sie nur. Nein, er ist bestätigt. Und hier haben wir es, Jungs. Wir scrollen ein wenig runter und hier, ganz Twitter war damit voll, aber Footdonk ist die vertrauensvollste Quelle von den Leuten, die es gepostet haben. Und ja, Eto oder Etu oder wie man den aussprechen will, ist die neue Icon oder ist eine der neuen Icon in FIFA 21. Also extrem gehypt plus Beta. Also die ein oder anderen Leute können schon Beta spielen, frag mich nicht wie. Und wir haben auch schon, ja, wie das Menü aussieht, Bilder. Wir haben schon Face-Bilder von den ein oder anderen Spielern. Ich darf euch nichts einblenden, sonst ist der Kanal weg. Aber ihr könnt es auf Twitter finden. Schaut bei den Leuten vorbei, denen ich gerne folge. Oder schaut ja bei den Leuten, denen ich folge. Und ein gewisser Twitter-Name findet ihr da. Und da findet ihr die ganzen Bilder. Mehr kann ich euch leider dazu nicht sagen. Aber nun gut, dann würde ich sagen, dann war's mit dem Video, Jungs. Danke für euren Support. Ich bin raus. Haut da rein. Wir sehen uns morgen wieder. Bis morgen und ciao, ciao. Promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely. Be the fan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.